So, und wir wären ja aber jetzt nicht wir, wenn wir nicht noch weitermachen würden. Das war jetzt nur ein Step, den ich einfach mitmachen wollte in diesem Zuge. Ich habe ja schon mal ausgepackt. Hier liegen nämlich meine Diesel Gauges, meine Zusatzanzeigen. Und da ich den Dieselfilter als einzige Operation empfunden habe, die ein bisschen nerviger ist, weil wir dafür jetzt oben den Banjo Bolt öffnen müssen, habe ich mir gedacht, mache ich erst den Dieselfilter und mache den Banjo da gleich mit dabei. Wenn die OP fertig ist, sind es nämlich noch einfache Steps, die ich theoretisch auch später machen kann. So, angeschlossen sind diese Benzinleitungen mit solchen Banjo Bolts, ne? Das sind hohle Bolzen, die dann hier diese Durchgänge haben. Dann hat man diese außen rumliegenden Kugeln, sag ich jetzt mal, wo dann der Schlauch dran ist oder das Rohr, gedichtet mit Kupferdichtung in den meisten Fällen. Und die sind halt oben zu, die originalen. Jetzt ist meine Anleitung da reingefallen, das ist geil. Und die ersetzen wir jetzt mit solchen verlängerten Snubber Valve Bolts. Und da kommt oben der Sensor rein. Hätte man auch ohne machen können. Man hätte auch einfach den Sensor kaufen können ohne dieses Snubber Valve. Aber die bieten das an als Zusatzequipment, das alles einfacher und geiler macht. Und ich habe einfach Full Ape Shit bestellt. Ich habe jedes vorgefertigte Wiring Harness mitbestellt. Ich habe jedes Verlängerungsset mitbestellt, das es dazu gab. Mir war das scheißegal. Ich wollte einfach ein Kit haben, mit dem ich den ganzen Wichs anschließen kann, ohne irgendeinen Schwachsinn. Es gibt auch noch diesen Boost Bolt, der geht dann durch die Grundplatte von diesem Horn. Alternativ gibt es auch eine Lösung, wo man hier oben ein Loch reinbohrt, dann auch den Sensor wieder reinschraubt, aber alles in Luxusausführung gekauft, soweit es möglich war. Kein Bock auf Scheißdreck. So, ich fische mal meine Anleitung raus, dann schrauben wir da oben den Banjo-Gedöns wieder rein, ziehen den Sensor fest und gucken mal weiter. Hab das mal gestartet hier unten mit der Hand. Bolt, also diesen Snubber-Valve-Shit. Dann eins von diesen Crush-Washer-Linern aus Kupfer, das Banjo-Fitting und dann den nächsten Washer. Eigentlich soll der Sensor erst oben drauf und zusammengezogen werden, aber da das Ding hier mit 26 Newtonmetern angezogen werden muss, bin ich das natürlich nicht so einfach hinbekommen, habe ich mich dazu entschlossen, das zuerst zu machen. Ich meine auch gesehen zu haben, dass in dem Anleitungsvideo von, wie heißt der Laden hier, von Glowshift, gezeigt wird, dass die auch erst alles installieren und dann den Sensor reinschrauben. Deswegen machen wir das jetzt auch so. Zack. So, das ist nämlich gar nicht fest. Das ist ja der Vorteil an diesen Kupferdichtscheiben. Die werden nicht spröde irgendwann. Huch, hier ist die Kamera. Die werden nicht spröde irgendwann, wie das bei Gummi der Fall wäre. Sondern die bleiben fest und sind halt Crush Washer. Die werden halt beim ersten Mal festziehen, werden die halt gequetscht und dichten ab, weil Kupfer ja weich ist. Und danach aber halt nicht mehr. Das heißt, das müsste idealerweise beim ersten Mal passen. So, hier ist der Sensor. Der hat auch Dichtmittel drauf. Und das kann man natürlich im Zweifel, wenn es mal abgenutzt ist, auch mit Loctite-Gewindedichtung wieder reparieren, ganz klar. Schraube ich jetzt rein und ziehe das einfach handfest mit den zwei Schlüsseln 19 und 22 mm an. Und dann ist der erste Sensor da. Dann können wir die Kabel reinziehen und könnten dann theoretisch, ohne das Auto jetzt abends zu starten, schon schauen, ob es dicht ist. Weil wenn ich primen lasse, kriegen wir ja natürlich auch Druck vorne drauf. Das mache ich aber alles erst morgen. Ich mache jetzt die Gauges soweit fertig, wie es geht, dass ich vielleicht den Pillarm nur noch morgen verbauen muss und dann habe ich die Gauges dran. Und wahrscheinlich werden die ausgebaut, wenn die Scheibe gewechselt wird. Dabei geht alles kaputt. So kenne ich mein Glück. So, ich habe natürlich auch das 6 Meter verlängerte Sensor-Harness-Kabel mitgekauft zur Sicherheit. Nutzt man aber scheinbar nur, wenn die Dieselpumpe hinten am Tank sitzt. Für hier, Kabel hängt jetzt noch hier, ist noch nicht ganz durchgezogen. Reicht auch das Standard 3 Meter. Jetzt gehe ich auf die andere Seite. Hier ist das Loch für meinen EGT-Sensor, also meine Abgastemperatur. Da war schon mal jemand dran. Wie gesagt, ich habe ja hier alle möglichen Sensoren schon verbaut gehabt. Deswegen ist auch das Loch schon da. Und wenn ich Glück habe, sind die Sensoren alle in diesem Durchmesser. Falls nicht, kommt das Ding wieder rein. Und ich habe auch ein Tap-and-Die-Set mitgekauft. Also ein
Bohrer, einen passenden und einen Gewindeschneider extra dafür, weil es ja amerikanisches Gewinde ist, also National Pipe Thread. So, hier ist der Sensor. Wird jetzt erstmal das Grundstück eingeschraubt. Kommt Anti-Seize drauf, Keramikpaste, dass sich das nicht irgendwie mit dem Abgaskrümmer verbackt, wenn man mal dran muss. Hat zwar jetzt auch ohne, wie man sieht, ganz gut funktioniert, aber wir wollen unser Glück ja nicht herausfordern. So, das mache ich jetzt. Dann ist Sensor 2 da und dann brauchen wir nur noch den Boostball, der ist pillepalle. Bisschen Gas gegeben, ist jetzt nicht spektakulär gewesen. Anti-Seize drauf, das Ding hier reingeschraubt, Sensor rein, Nuss oben festgezogen, Kabel rüber und jo, nächster Sensor. Das ist unser Manifold Bowl, den wir rausnehmen. Den ersetzen wir durch den Boost Bowl, den ich mitgekauft habe. Heißt, dieser Bolt ist eigentlich ziemlich schlau gemacht, wenn man mal genau drüber nachdenkt. Dieser Bolt geht runter ins Manifold, so, jetzt seht ihr auch was, und hat damit Verbindung, das heißt, der ist ziemlich lang und unten geht es direkt in den Hohlraum, wo die Ansaugluft reinkommt. Hier habe ich wieder so einen hohlen Bolt, mit dem schraube ich das Ganze jetzt fest und oben kommt unser Sensor drauf, unten kommt ein bisschen Teflon-Tape drauf und dann rein mit dem. So, hier wird es nochmal interessant, weil das geht ja mit so einem Schlauch rein in die Kabine und dafür gibt es diese Compression Fittings. Da müssen wir also einmal mit diesem Schlauch hier durch. Dann gibt es dieses Compression Fitting Bestandteil, das dann quasi da reinschneidet und das Ganze kommt jetzt hier in das gute Stück rein und damit drücken wir das dann quasi zusammen. Das heißt, das wird dafür sorgen, dass das dicht ist. Das ziehe ich jetzt mit zwei Schlüsseln einmal ein bisschen zusammen. Da kommt Teflonband drüber und das schrauben wir dann da rein. Innen muss genau das gleiche passieren. So, Teflon Tape habe ich dran. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das Ding da reinbekommen. Aber es wäre ja gelacht, wenn uns diese Einspritzpumpe für wenige hunderte Euro aufhalten wird. Ich glaube sogar, der sinnvollere Weg wäre es gewesen, einfach zuerst den Adapter aufzuschrauben und dieses Compression Fitting am Ende. Dann wäre ich besser hingekommen, hätte ich mit der Ratsche machen können, aber naja. Das ist schon gut fest, glaube ich. Einmal anziehen. Darf man nicht so festziehen. Das ist ja alles nur ganz feines Zeug. Ich will es auch nicht snappen. So. Sieht aber schön aus. Da sitzt er. Ich denke mal, Schlauch ist okay. Jetzt muss ich gucken, wo ich den am besten langfädel, dass der nicht irgendwo aufscheuert. Ich überlege, den hier unten durchzulegen, dann hier hoch am Rohr entlang und hier mit nach oben zu führen und dann darüber. Ja, das wird wahrscheinlich das Beste sein. Was auf mich auf jeden Fall noch zukommt, ich habe ja in dem Pillar hoch meinen Zugschalter gelegt und auch die Kabel für den Kompressor. Die werde ich da oben wieder wegmachen. Den Kompressorschalter brauche ich seltener, als ich gedacht habe. Den werde ich unten irgendwo versteckt verbauen. Und ja, mit dem Zugschalter muss ich mal gucken. Will ich jetzt nicht unbedingt auch das neue A-Pillar-Cover wieder verbaseln? Das mache ich nicht, da überlege ich mir noch was. Jetzt ziehe ich noch kurz die Leitungen alle durch die Firewall, gucke, dass die ankommen und dann ist der Step hier vorne erledigt. Jetzt musste ich doch noch einen Diesel-Leak fixen. Und zwar sitzt hier ja der Sensor auf dem Snubber-Valve. Und ich habe heute Mittag, als das Baby nett geschlafen hat, mal den Motor angelassen, um die Luft raus zu purgen. Hat auch dazu geführt, dass ich jetzt wieder laden muss, weil jetzt springt er wieder nicht mehr an, die Batterien sind wieder platt. Aber halb so wild. Kann ja laden, ist ja kein Thema. Ja, und durch das Aufbauen vom Dieseldruck bin ich jetzt runtergekommen und habe gesehen, dass oben auf dem Filter Diesel steht. Es ist noch nichts runtergetropft, also so viel war es nicht. Aber es ist rausgekommen.
Ich habe natürlich erstmal gedacht, es ist zu 100% irgendwie einer der Crushwasher noch nicht richtig zugebummt. War es aber nicht. Das habe ich geprüft, habe ich nochmal kurz nachgezogen, aber viel fester kannst du ja auch nicht ziehen. Es ist ja ein Aludeckel, der platzt, der sonst reißt der aus. Dann habe ich oben nochmal ein bisschen nachgezogen, da ging noch was. Und dann habe ich einfach mal alles trocken gemacht, kurz die Pumpe anlaufen lassen und geguckt. Und dann ist oben wirklich was rausgekommen. Jetzt habe ich das nochmal rausgedreht. Da ist ja nur so eine ganz dünne Schicht Dichtmittel drin, dieses rote im Gewinde. Und habe nochmal mit unten 3-4 Gewindegängen freigelassen, dass nichts in den Kreislauf reinkommt. Teflonband drum gewickelt und zugezogen. Jetzt scheint es dicht zu sein. Muss man dann natürlich mal gucken, wenn der Wagen mal wirklich warm gelaufen ist, alles heiß geworden ist, ob es noch passt. Im Zweifel order ich mir irgendwie eine Flasche Liquid Teflon oder wie die Scheiße heißt, also quasi Dichtband, Dichtband in Flüssig wie Loctite und baller das Zeug da unten rein. Und jetzt geht's ins Cap. Jetzt will ich die Leitungen hochziehen und will vielleicht auch noch die Pots verbauen und anklemmen. Wird ein bisschen kinky, weil da der Truck nicht angesprungen ist, konnte ich nicht auf die andere Seite rüber rangieren, sondern nur ein Stück zurückrollen lassen. Die Tür geht auf und ich kann ja auch von der anderen Seite rein, aber ist natürlich jetzt alles ein bisschen trickier, als es eigentlich sein müsste. Aber egal. Ich kletter mal rein und bin dann wieder da. So, jetzt sitze ich im Karren. Also was ich wirklich ein bisschen schade finde, und da kann sich auch die Firma Glowshift jetzt nicht 100% von freisprechen, bin ich der Meinung, wenn du die ganzen Guys da sitzen hast, die auch noch diese Kunststoffteile hier, diese Pillar-Pots bauen, das ist ja schon eigentlich ein Originalnachbau von der Form, dass du dann keinen dabei hast, der intelligent genug ist, hinten so einen Metallclip dran zu bauen, der hier wie original hinten in der Tülle einrastet, sondern dass da wirklich, das werdet ihr nachher sehen, ein ja, so eine Schrauben-Kunststofffassung rein, wo man in dieses Ding ein Loch reinbauen muss, um mit einer schwarzen Schraube nach hinten zu schrauben. Also das, ich gehe nicht ganz d'accord damit, muss ich sagen. Also ich hätte mir da was Schöneres gewünscht. Aber naja, vielleicht bin ich ja irgendwann derjenige, der die Dinger in cool entwirft, weil ich so genervt von bin. Ich baue jetzt das Ding hier aus, mache den Lautsprecher ab und lege es erstmal beiseite. Und dann muss ich die Kabel von hier unten durchs Dash hier oben rausbekommen. Das geht. Ich habe ja da auch meinen Schalter für oben hingelegt und meinen Zugschalter für die Hupe. Den muss ich dann auch irgendwo anders unterbringen. Vielleicht mache ich den in die Mitte und den einen Ausschalter setze ich vielleicht hier hin. Da ist eh schon ein Loch. Das wäre praktisch. Könnte ich nutzen, wenn ich einen Kippschalter finde. Ja, aber dann muss ich noch an die Fusebox und muss da noch ein bisschen dran rumprömmeln. Keine Zeit verlieren. So, ich konnte euch jetzt auf diese Journey leider nicht mitnehmen. Grund, weil ich hier so wenig Platz habe, habe ich jetzt hier quasi kopfüber über den Beifahrersitz da unten gelegen. Ich habe hier die Leitung verlegt für meinen Kompressorschalter und hier oben für den Trainhorn-Zugschalter, was ich weggemacht habe. Und ja, das eine Kabel habe ich einfach mit ein bisschen VDE-Band jetzt hergenommen, um die drei Leitungen hochzuziehen. Wobei, wenn ich jetzt genau gucke, warte mal, was ist das? Das ist einer, zwei. Naja, mir fehlt natürlich, wer hätte es gedacht, dieser behinderte Boost-Schlauch, der ist so störrig und steif, den ziehe ich gleich nochmal einzeln hoch, wenn er sich nicht so sträuben kann. Ja, also am besten geht es tatsächlich, wenn man das vorher durchfädelt, was man einigermaßen gut führen kann, dann was von den Leitungen dran prömmelt und es dann nach oben zieht. Ich ziehe die jetzt alle noch nach oben, lege die hier einmal rein, dann sind die hier. Und ich habe sie hier, falls man das erkennen kann, sowieso schon für den Switch hier oben eine Ignition Fuse angezapft, also eine zündungsgebundene Sicherung. Und da kann ich natürlich mit den Dingern auch dran gehen. Da brauche ich noch einen weiteren Stromdieb an der Sicherung anzuklemmen und theoretisch noch hier an Lichtschalter so ein Switch für die Dimmung. Aber das werde ich erstmal weglassen, denke ich. Ich gucke erstmal, wie hell die Scheiße ist. Bin da nachts nicht so empfindlich. Und ja, dann schauen wir uns das mal an. So.
Kabel noch durchziehen. Dann ist der Step auch wieder gepackt. Man kann hier unten das Kickpanel ja wunderbar abmachen. Dann kommt man da ziemlich gut hin. Kann man überall reingreifen. Hier nehmen wir uns dann Ground ab. Hier sind Metallrahmen. Da gehen wir dran und machen den Ground mit fertig. Ich habe ja, wie gesagt, das Wiring Kit gekauft. Das nehmen wir dafür. Kommt im nächsten Step. Habe jetzt die Leitung hier zum Switch auch gezogen. Die habe ich ja klugerweise mit Flachsteckern gebaut, nicht festgelötet. Heißt, habe ich einfach abgeklippt, konnte die hinten rausziehen. Ja, dass da wieder Platz ist. Jetzt ist das, sowas hasse ich ja, wenn hier so Plastiknudels dran sind, die nirgends mehr halten. So, jetzt ist das, wie gesagt, hier alles frei. Was auch wieder geil ist, normalerweise werden die Hochtöne abgeklipst, also die sind hinten eigentlich zum Stecken. Hier ist irgendwas fest Verlötetes drin. Kein Plan, wer das nachgerüstet hat. Heißt, ich habe die also auch wieder abschneiden müssen. Bedeutet für mich natürlich im Umkehrschluss, ich muss auch die Dinger dann am Ende wieder verbinden. Das kotzt mich zwar ein bisschen an, aber wusa. So, Kabel liegen jetzt mal alle hier vorne. Der Schlauch war tatsächlich auch da. Gott, wie süß. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier, keine Ahnung, ich sehe es selbst jetzt gerade nicht. Ich zeige es euch dann nachher mal auf dem Video, wenn ich es in Motion fangen kann. Ist der Durchlass. Das habe ich jetzt einfach hinten irgendwo durch eine Öffnung durchgeschoben. Jetzt haben wir uns mal nach drinnen verzogen. Grund, es ist kalt draußen. Karre steht ja draußen, hatte ich ja erwähnt. Aber es hat eigentlich auch einen anderen Grund, und zwar muss ich den Gauge-Pod jetzt ja noch wiren, also einmal verkabeln, bevor ich das soweit fertig mache. Und da kann ich ja viel schon vorher erledigen und muss dann lediglich die Drähte noch runterziehen an die Sicherung. Ja, und ganz wichtig ist natürlich, nebst meiner Bequemlichkeit auch, dass wir den Potthalter bohren müssen. Muss ja ein Loch rein oben. 3/16 Zoll sind ungefähr 4,76 mm. Nehmen wir einfach 4,5 und drehen den Bohrer einmal ein bisschen, dann passt das. Ja, und wisst ihr ja Bescheid, Plastik bei nahezu 0 Grad bohren. Wie geht es aus? Genau so wie die RAM-Dashboards grundsätzlich aussehen, sieht es dann danach aus. Und das wollen wir uns natürlich ersparen. So, die Anleitung. Man kriegt da übrigens so ein schönes Heftchen dazu. 4,25 Zoll von der oberen Seite, wo der Weatherstrip läuft. Und 1,75 Zoll in die Mitte. So, meine Hackfresse ist aus dem Bild. Ihr seht jetzt mal hier den Pillar. Die meisten Maßbänder haben auf der einen Seite Zentimeter, auf der anderen Seite Inches. Das heißt, damit können wir super arbeiten. Die linke Seite ist die, hier läuft dann der Weatherstrip, also die, wenn ihr es euch vorstellt, wie es im Auto verbaut ist, die äußere. Dann legen wir den hier oben an und gehen quasi runter. So, ich habe das jetzt einmal mit Tesa gemacht. Also beim 4,25 Zoll von oben nach unten, das sind 4,25 Zoll und dann 1,75 in die Mitte. Ich habe da jetzt einmal mit dem Edding einen Punkt drauf gemacht. Ihr seht den selbst hier scheinen und den nutze ich jetzt auch einfach. Und jetzt bohren wir da ein Loch rein und hoffen, dass das dann auch genau die Stelle ist, an der wir, ich muss nochmal nachmessen zur Sicherheit, an der wir das Ding sitzen haben wollen. Ja, das ist gut. Sehr schön. So, wenn nicht, das ist ja nur eine Schraube, die ist natürlich auch ein bisschen flexibel, was die Neigung angeht. Ah, das geht aber. Ist ganz leicht zu bohren. Es war jetzt mal eine kleinere Größe. Bin da immer vorsichtiger, als ich sein muss, weil Plastik bohrt sich ganz gut, kennt man ja. Jetzt bohre ich das zweite. So, und jetzt weite ich es einfach noch ein bisschen. Oh, das ist aber auch ein sehr schönes, sauberes Loch. Nichts ausgefranst. So soll es sein. So, die Anleitung geht dann weiter mit den
Gauges. Zwischendurch das coole T-Shirt hier für unsere lieben Freunde von den Naturverbundenen. Kriegt ihr im RBP-Shop. Link findet ihr unten. Ja, jetzt muss ich eigentlich nur hingehen und muss initial die Gauges einmal einbauen. So kann man sich jetzt natürlich selbst aussuchen, wie man das Ganze haben möchte. Ich glaube, ich möchte den Boost ganz oben haben, möchte die EGTs in der Mitte und ganz unten, weil das ist, wo ich mehr oder weniger gerade drauf schaue, möchte ich den Benzindruck haben. Kann man dann natürlich final nochmal ausrichten, dass die Anzeigen auch alle nach unten zeigen. So schaut es aber aus. So, jetzt dürft ihr mich auch wieder ein bisschen sehen. Für die beiden elektronischen Anzeigen, also die Abgastemperatur und die Fuel Pressure Anzeige, haben wir natürlich ein Wiring Kit. So, die Wiring Harnesses oder Anschlussstecker, die habe ich einmal aufgerollt. Die kommen jetzt in die Gauges rein. So, fürs Wiring habe ich mir einfach direkt den Wiring Harness mitbestellt. Die Verbindungen werde ich machen mit diesen Lötverbindern. Das heißt, da ist letzten Endes ein Grimp-Verbinder tatsächlich. Ich muss mal gucken, ob ich Lötverbinder. Ja, ich habe Lötverbinder in der winzigen Größe. Die haben außen zwei. Hier muss ich hin. Die haben außen zwei Kunststoffringe, die sich zusammenziehen und die Kabel festhalten, abdichten. In der Mitte ist ein Ring mit Lötzinn, der ziemlich schnell weich wird. Also da brauchen wir jetzt keine 400 Grad Lötkolben oder so irgendwas. Da reicht ein Heißluftföhn. Das schmilzt dann und läuft in die Drähte und damit sind die fixiert. Da habe ich jetzt schon einiges mitgemacht und ich finde die ziemlich praktisch, muss ich sagen. Der Fachmann wird wahrscheinlich jetzt sagen, es geht nichts über eine ordentliche Lötverbindung. Der Nächste sagt, es geht nichts über eine ordentliche Grimp-Verbindung. Ich bin damit bisher ziemlich, ziemlich gut gefahren und werde es auch weiter tun, solange es mir irgendwie möglich ist. Also wichtig ist einfach nur, darauf will ich hinaus, die Verbindung muss gut sein. Letzten Endes ist da kein so hoher Strom unterwegs auf den Drähten, dass ihr da Angst haben müsst, dass euch was abbrennt. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich glaube nicht, dass da so viel irgendwie heiß wird an den Drähten. Kurzschluss ist natürlich immer scheiße, aber wir haben ja Sicherungen vorne dran sitzen. Wir gehen ja über so einen Sicherungsstromdieb und haben damit auch ein bisschen ja, Safety First geschaffen. Okay, wie schon erwähnt, das ist ziemlich einfach. Also hier ist alles vorkonfektioniert in dem Harness. Da sind auch noch braune und grüne Drähte dabei. Die benötigen wir tatsächlich nicht. Fertige Kits für alles. Und hier haben wir jetzt die beiden Plusgeschichten, gelb und rot. Wir haben den schwarzen für Masse und wir haben orange für Dimming. Und wenn wir uns das hier anschauen, man sieht das sehr schön. Es geht ein dickeres Kabel weg. Das sind so, ich würde jetzt mal tippen, 2,5 Quadrat. Das sind ja amerikanische Maße, also AWG. Was haben wir denn da? AWG 20. Und hier haben wir die etwas dünneren zu den Gauges. Wir fangen mal an. Wir nehmen uns erstmal schwarz für die Masse. Sind auch immer schon schön, weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann, vorgeschnitten. Das heißt, man muss die nur abziehen und muss die zusammenbringen. Pretty easy. Nehmen wir den feinsten. Ich hoffe, dass der nicht immer noch zu groß ist für den Verbinder. So, wie gesagt. Diese Connectors sind fertig bestückt mit Lötzinn und so weiter und so fort. Wird jetzt einfach in der Mitte zusammengehalten und dann kurz warm gemacht. Heißluftföhn wäre theoretisch besser, aber habe ich jetzt nicht zur Hand. Der liegt irgendwo in der Werkstatt begraben. Deswegen nehme ich mal einen Brennerli und gucke, ob das funktioniert. Jo. 100 Zinn ist gelaufen. Am Anfang sind die noch ziemlich weich. Da muss man einen Moment warten, bevor man da irgendwie dran zieht, sonst sind sie ruckzuck auch wieder ab.
3 von 4 sind verbunden. Fürs letzte nehme ich jetzt normale Krimper. Krimpzange habe ich da und dann wird das Ganze aufgeräumt. Kabelbinder rein, dass die Kabel ordentlich laufen. Und dann ist das abgeschlossen. Tada! Ist jetzt so ordentlich, wie es irgendwie möglich war. Und jetzt, jo, bin ich fertig. So, weil ich eine neugierige Drecksau bin, habe ich hier nochmal hier das Labornetzteil stehen und angeschlossen. Und Achtung! Nice! Den ganzen scheiß Tagesregen gemeldet. Und es regnet nicht. Und ich gehe raus. Und es fängt an zu pissen, ey. Noch dazu, was mich richtig abfuckt, das sind nicht die Original-Speaker. Das heißt, das ist irgendeine nachgerüstete Scheiße, die nicht passt. Kriege ich hier jetzt nicht richtig rein. Also früher oder später brauche ich das ohne Speaker-Outcut. Dann fliegen die Kackdinger halt wieder raus. Gut. Ich habe das doch ein bisschen verlängert. Das war mir ein bisschen zu kurz. Lötverbinder auch hier wieder. Das Ding hält, aber es sieht halt scheiße aus. Jetzt fädel ich die 3 Kabel runter. Hier unten raus, dass ich dann hier dran kann. Verbinde die gutsten dort, auch wie hier mit so einem Strombiebversicherung. Ja, und dann muss ich eigentlich noch die Gauges anschließen, das Ding da reinschrauben. Das müsste es gewesen sein. Oh. So, same Trick hier. Ich hatte ja immer noch welche von den Hupenleitungen oben liegen. Schwarzband und alles damit dran geknüttelt und durchgezogen. Kommt dann von oben irgendwo da hinten raus. Ist aber halt super easy im Gegensatz zum Durchstoßen. So, die Masse nehmen wir uns direkt hier unten unter der Verkleidung weg. Kabel binde ich dann da hinten hoch und verstaut es, dass man nicht drin hängen bleibt. Und jetzt ziehe ich die einzelnen wieder hier durch und ja, gehe hier an das Ding mit dazu und an noch eine weitere Sicherung, die ich dann noch rausmessen muss. Okay, wir hätten das hier alles dran. Rot habe ich dran. Gelb und Rot. Der Rote kommt oben an die Ignition Fuse, an die Nummer 8. Der Gelbe an die 14, das ist die Dauer-Plus-Leitung. Kommen jetzt rein. Orange lege ich irgendwo hinten rein, den lasse ich jetzt erstmal weg. Und dann muss ich nur noch die Kabel verstecken und den Pott einbauen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Es ist alles angeschlossen. Ich habe kurz die Zündung angelassen. Die Gauges gehen an. Das ist ein gutes Zeichen. Kabel habe ich unten soweit verstaut. Ein bisschen was verstaue ich auch einfach hinter dem Pillar. Das gucke ich mir dann mal an. Und ja, jetzt schließe ich die ganzen Sensorenleitungen an. Mache hier oben meinen Clip rein. Schraube das Ding einmal fest. Und dann heißt es ausprobieren. Voila, auf der Boost Gauge hinten drauf ist das nächste Fitting drauf. Hier habe ich es schon vorbereitet am Schlauch. Das wird auch wieder da hinten reingeschraubt, dichtet dann quasi durch diesen Konus ab. Unten das Gewinde mit Teflonband abgedichtet. Ja, bei den anderen ist es eigentlich nur noch Sensorleitung und dann gucke ich mal, wie ich das da hinbekomme mit dem ganzen Gekabel, ob ich da noch was zusammenknütteln muss oder ob das einfach hinter der Leiste verschwindet, das Ding oben rein. Und dann fahren wir zusammen eine Runde. Und dann gibt es eine Belohnung. So! Und da sind wir auch schon wieder. Für euch natürlich alles in wenigen Millisekunden passiert. Truck rollt. Das heißt, ich habe nirgendwo was kaputt gemacht. War aber jetzt auch nicht schwierig, war jetzt nicht so viel, was ich da hätte tun können. Die Gauges sind live. Für euch natürlich ein bisschen am Flackern. Liegt daran, dass die LED-Beleuchtung halt eine gewisse Herzzahl hat, die da irgendwie nicht ganz so mit den Kameraauflösungen korrespondiert. Deswegen sieht es für euch ein bisschen strange aus. Soweit, so gut. Wir sehen, Exhaust Temperature, mittlere Anzeige ist momentan bei 700 Grad Fahrenheit. 700 Fahrenheit, Punkt. Fuel Pressure liegt ungefähr bei einem Bar, geht je nachdem, wie viel er sich nimmt, zwischen einem Bar und einem Bar 10. Tiefer sollte der theoretisch nicht sinken. Das ist so der Wert,
ja, den man haben sollte. Ja, die Boost Gauge ist tatsächlich ziemlich uninteressant, weil die ganze Zeit fast hier auf Null steht. Nur wenn ich mal richtig drauf latsche, dann sieht man mal, dass er da Ladedruck aufbaut. Ich dachte erst, der Schlauch wäre wieder abgegangen, aber in der Tat passt es. Jo, passt alles. Tatsächlich sieht man, dass die GoPro sich auch versucht, auf die Frequenz anzupassen und das weniger flimmert nach einer Zeit. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht auch irgendwie mit der Voltzahl irgendwie variiert. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Ich bin eigentlich soweit recht zufrieden. Passgenauigkeit vom Pillarpod finde ich nicht sehr schön. Man sieht hier, mein Weather Stripping hängt irgendwie frei in der Luft. Das ist nicht ganz so geil. Das sieht nicht so schön aus. Nur weil es halt komplett schwarz ist, fällt es nicht so auf. Hier oben sieht es nicht ganz so schön aus und die Schraube steht auch irgendwie so da drin. Also da bin ich immer noch der Meinung, es könnte besser sein. Das wäre es gewesen. Das war der GlowShift Install. Jetzt fahre ich wieder nach Hause, muss gerade eben die Karre schon wieder überbrücken, weil sie schon wieder leer war. Ich glaube, die Batterien sind jetzt endgültig platt. Wasser habe ich auch schon wieder ausreichend hier in der Karre stehen. Also da vorne ist schon wieder alles nass von dem bisschen Schnee oder whatever wir da die letzten Tage mal hatten. Ich hoffe, dass Anfang nächster Woche der Dichtgummi kommt und ich dann in dem Zug direkt auch einen Termin vielleicht nächste Woche noch bekomme, um die Scheibe neu einkleben zu lassen. Und dann hoffe ich, dass es wirklich auch weg ist, weil wenn es dann immer noch ist, muss ich weitersuchen. Da habe ich fast schon keine Lust mehr drauf. In diesem Sinne, schönen Resttag euch noch, egal wann auch immer ihr das Video schaut, und bis zum nächsten Mal.